Hallo. Hallo Sky. Moin. Wann kriegst du den auch schon wieder? Nächste Woche. So lange hast du den neuen Bumsbomber da? Ja. Der kennt die Jüdik, das ist keiner mit. Moin moin Freunde und herzlich willkommen im neuesten Video. Ich bin gerade bei meinen Eltern. Ihr habt es von Arne schon gehört. Ich habe einen Bumsbomber dabei. Da steht das gute Stück. Weil mein Wagen ist jetzt gerade halt in der Aufbereitung und in der Zeit habe ich halt den Leihwagen, den zeige ich euch später. Ist ein kleiner Flitzer. Für mich geht es jetzt gleich aber erstmal ins Gym. Ich bin gespannt, was da so abgeht. Back to the roots, denn damals bin ich dort im Sportpark Tannhausen angefangen mit Fitness. Das war damals 2008. Und jetzt gehen wir die Jungs da gleich mal besuchen, schauen, wie es da so aussieht. Denn so wie ich das weiß, ist dort einiges umgebaut worden. Und dann gibt es noch ein kleines Body-Update für euch. Aber erstmal einen Kaffee zum Wachwerden. Was meint ihr? Ist das nicht eine schnittige Karre? Ich würde sagen, Carpon in 3, 2, 1. Nee, das lassen wir lieber. Freunde, das Push-Training ist durch. Ich habe euch hier nicht alles gezeigt. Ich habe noch Schultern und Trizeps trainiert. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein kurzes Body-Update. Aber vorher will ich eben auf die Waage gehen und schauen, was sie aktuell sagt. Ich habe heute Morgen noch nichts gegessen. Das heißt, ich bin jetzt nüchtern hierher gekommen. Die Jacke muss natürlich noch aus. Knapp 93 Kilo mit Kamera. Ich bin aktuell nicht so ein guter Esser. Ich kriege das Essen nicht so richtig rein. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit auch noch geben. Aber noch was. Wie findet ihr denn eigentlich die neuen Shirts? Also ich finde sie auf jeden Fall richtig, richtig nice. Wir haben dazu auf Ibiza auch noch ein geiles Video gedreht. Erstmal ein stilles Plätzchen fürs Body. Freunde, da seht ihr meinen Abriss. Normalerweise zieht der Muskel sicher bis nach oben. Aber ich hatte beim Fußball immer öfter mal einen Muskelfaserriss. Der ist dann zu einem Muskelfaserbündelriss geworden. Und irgendwann hat sich der Muskel dann so weit nach oben verzogen, dass es dann quasi aussieht wie ein Abriss. Es beeinträchtigt mich nicht beim Sport. Es sieht halt aber optisch richtig kacke aus. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ungern zum Beispiel in der Bodybuilding-Klasse starten würde. Weil ich glaube, dass dann einfach aufgrund dieses Symmetriefehlers ich halt abgewertet werde. So Freunde, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Jetzt brauche ich erstmal eine Dusche und was zu essen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr aktuell so von der Form so haltet. Für mich ist es irgendwo eine Wohlfühlform. Ich wäre gerne etwas schwerer, hängt aber damit zusammen, dass ich momentan halt echt nicht so gut esse. Aber das werde ich auch noch wieder in den Griff bekommen. Und dann wirkt das Ganze natürlich mit den ganzen Kohlenhydraten und sowas etwas praller. Denn ich fühle mich gerade schon relativ flach. Mein Training war in Ordnung, aber das kriegen wir alles noch hin. Jetzt geht es erstmal nach Hause, duschen, essen. Wir sehen uns. Oh ja, Chicken, Nudeln, Fanta Light. Normalerweise hätte ich natürlich noch etwas Soße auf den Nudeln, aber die habe ich gestern schon verdrückt und die Nudeln sind halt noch von gestern. Deswegen muss jetzt halt der gute alte Hela-Ketchup herhalten. Und die Haut wird natürlich nicht mitgegessen, denn die hat auch mir etwas zu viel Fett. Da spare ich mir doch lieber die Kalorien und esse irgendwie was anderes Geiles. Aber ich denke, Sky hat wohl ein kleines Cheat Meal wieder verdient. Na, Kleiner,
Ist euch schon aufgefallen, dass er abgenommen hat? Sky ist nämlich on diet und hat schon ordentlich was runter. Deswegen, ja, vielleicht hat er sich so eine kleine Cheat-Mahlzeit verdient. Aber jetzt erstmal guten Appetit. Mama, Arne beschwert sich über dein Auto. Er meinte... Nein, Mann. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich wollte erst den Motor rausschmeißen. Hier ist bloß Platz für eine Maschine. Sieht so aus, als hättest du ordentlich Durst gehabt die letzten Tage. Ich bin eigentlich da, das hast du. Wird Zeit, dass du was Neues bekommst zum Saufen. Ne? Leitgetränke. Ich habe mir gedacht, ich quatsche euch noch mal ein bisschen voll, da immer noch so oft diese Frage aufkommt. Eike, wie trainierst du eigentlich? Wie viele Sätze machst du? Wie viele Wiederholungen machst du? Wie viele Übungen machst du für deine Brust? Wie viele Übungen machst du für deinen Rücken? Und alles Mögliche. Und meistens sind das halt die Trainingsanfänger, die mir schreiben. Es ist überhaupt gar kein Problem, mich das zu fragen. Aber im Zusammenhang mit dem Muskelaufbau sollte man da viele Dinge berücksichtigen. Denn zum einen, okay, wie hoch ist überhaupt dein Volumen, Eike? Wie hoch ist der Workload überhaupt, Eike? Wie oft gehst du ins Training? Wie hoch ist die Frequenz, Eike? So, und das sind alles Fragen, die natürlich dann wieder aufkommen. Und da merken gerade die Anfänger, dass ich relativ viel trainiere, relativ viele Sätze mache und einen sehr, sehr hohen Workload habe. Diesen Workload, den habe ich mir erarbeitet. Und ihr könnt jetzt nicht rangehen und als Trainingsanfänger oder sagen wir jetzt mal, ihr trainiert ein oder zwei Jahre schon und diesen Workload einfach kopieren. Das funktioniert nicht. Denn da macht ihr einen Fehler. Ihr verbrennt euch. Ihr verbrennt euer eigenes Potenzial und ihr werdet sehr schnell merken, dass ihr an eure Grenzen kommt. Denn ihr habt vorher anders trainiert. Das gleiche ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr sagt, okay, ihr schreibt euch einen eigenen Trainingsplan. Ihr holt euch Infos darüber, welche Übungen sind am besten, um das Brustwachstum, sage ich mal, voranzubringen oder welche Übungen sind am besten für die obere Brust. Und dann schreibt ihr euch einen eigenen Trainingsplan und auf einmal sind 6 Brustübungen mit dabei. Von diesen 6 Brustübungen ist es bei 3 Übungen so, dass ihr 4 Sätze macht. Bei den anderen 3 Übungen ist es dann so, dass ihr 5x5 macht, weil ihr halt gehört habt, 5x5 ist super fürs Muskelwachstum und man kann sehr gut überprüfen, ob man regelmäßig stärker wird oder nicht. Ist auch irgendwo richtig, nur das Problem ist einfach, wenn ihr so daran geht, dann zerstört ihr euch euren eigenen Workload, weil der neue, den ihr euch dann, sag ich mal, auferlegt habt, der ist viel zu hoch für euch und ihr zerstört euch selbst die Progression. Ihr werdet am Anfang etwas Progression haben. Das ist sehr wahrscheinlich auch der Fall, weil ihr auf einmal mehr Arbeit verrichtet als vorher. Ihr werdet Muskulatur aufbauen. Nur das Problem ist einfach, dass ihr euch immer wieder versucht zu steigern, beziehungsweise ihr euch immer wieder steigern müsst. Und da kommt ihr dann sehr schnell an eure Grenzen. Es ist viel einfacher für euch, vor allen Dingen für Anfänger, wenn ihr das Ganze etwas smarter angeht. Macht euch einen Trainingsplan, sucht euch 3 Übungen oder 4 Übungen pro Muskelgruppe raus, je nachdem, ob ihr eine große Muskulatur, wie zum Beispiel die Brust treffen möchtet, oder eine relativ kleine Muskulatur, wie zum Beispiel den Trizeps, je nachdem wie euer Split ist. Und dann passt ihr diesen Plan eurem eigentlichen Workload an. Das heißt zum Beispiel, ihr trainiert in diesem Training mit einem Workload von, sagen wir mal, 1000 Kilogramm. Einfach mal so ganz stumpf gesagt. Dann ist es in eurem Interesse, indem ihr sagt, okay, in drei Wochen möchte ich mich steigern, dann erhöhe ich diesen Workload um 1100 Kilogramm, ganz banal gesagt. Das sind jetzt fiktive Zahlen, das müsst ihr jetzt nicht berücksichtigen, sondern einfach nur, damit ihr diese Progression versteht. Da habt ihr um einiges mehr von, als würdet ihr sagen, yo, ich übernehme jetzt Eikes Plan und ich trainiere auch dementsprechend mit Eikes Workload von 2300 Kilogramm. Dann macht ihr einen Sprung von hier nach ganz hier oben, was den Workload anbelangt, den ihr gar nicht machen braucht. Denn so ein Sprung in Bezug auf Muskelaufbau ist auf jeden Fall ausreichend, um diesen Muskelaufbau auch voranzutreiben und auch Erfolge zu sehen. Das Problem ist bei den meisten Anfängern, sie gehen ins Gym, sie denken sich, jo geil, ich muss jetzt richtig hart trainieren, damit die Muskulatur wächst. Sie trainieren, sie trainieren, sie trainieren. Sie sind 1,5 bis 2 Stunden am Trainieren und sie haben sich so verausgabt, weil sie so viele Sätze gemacht haben und so viele Dropsets gemacht haben, bis der Muskel nicht mehr kann. Weil ich muss ja bis zum Muskelversagen trainieren, damit der Muskel wächst. Diesen Fehler machen noch so
viele, wirklich, diesen Fehler machen so, so viele und es ist für euch viel einfacher, das geht jetzt an alle Anfänger, indem ihr sagt, okay, ich mache mir einen festen Trainingsplan, ich habe meinen festen Split, sagen wir mal, ich habe einen Dreier-Split mit Push-Pull-Beine, so, das heißt, ihr geht dreimal ins Training, ihr habt eure festen Übungen, ich habe 4 Übungen für die Brust, 2 Übungen für die Schulter, 2 Übungen für den Trizeps, that's it. Diese Übungen, die behaltet ihr bei. Dann setzt ihr euren Workload fest. Das heißt, ihr sagt, okay, ich trainiere mit dem Gewicht, ich mache bei der ersten Übung 5x5, bei der zweiten Übung mache ich, was weiß ich, 4x8, bei der dritten Übung mache ich 4x8 und immer so weiter. Ihr wisst schon Bescheid. Wenn ihr jetzt diesen festen Plan habt, dann haltet diesen Plan bei und versucht stetig euer Gewicht zu erhöhen. Dadurch erhöht ihr auch euren Workload. Ihr erhöht euren Workload minimal und könnt daraus eine Progression ziehen, die dazu führt, dass ihr Muskulatur aufbaut, weil ihr regelmäßig dieses Gewicht erhöht und somit langsam eine Kurve nach oben erreicht, die ihr dann natürlich auch braucht, um die Muskulatur aufzubauen. Aber fangt bitte nicht an, euch komplett zu verbrennen, euch zu verausgaben, weil irgendwann seid ihr dann an dem Punkt angelangt, wo ihr merkt, boah, ich bin total kaputt, ich kann nicht regenerieren, ich weiß nicht, wie ich noch weiter mein Gewicht steigern soll, ich komme beim Bankdrücken nicht weiter, ich komme bei dieser Übung nicht weiter, bei dieser Übung komme ich nicht weiter. Und ihr habt es um einiges einfacher, wenn ihr kleine Steps macht, da habt ihr auf jeden Fall eine bessere Progression, als würdet ihr sagen, ihr macht euch komplett kaputt jedes Training. Und das ist dann einfach viel zu viel. Deswegen nehmt euch das zu Herzen, macht euch einen Trainingsplan, der auf euch zugeschnitten ist, der auch wirklich zu euch passt. Und dann mit der Zeit erhöht ihr ganz, ganz langsam das Gewicht. Wenn ihr merkt, dieses Gewicht ist zu schwer, dann sagt ihr euch, okay, ich habe jetzt gerade eine Barriere, das Gewicht ist zu schwer, dann mache ich mal jetzt einen Satz mehr zum Beispiel mit dem gleichen Gewicht. So, ihr werdet sehr schnell merken, ihr kommt nicht an eure Wiederholungszahl ran, aber dann arbeitet ihr euch dahin. Und so könnt ihr immer an kleinen Stellschrauben drehen, sei es jetzt zum Beispiel an dem Arbeitsgewicht, sei es jetzt zum Beispiel an den Sätzen, sei es jetzt zum Beispiel an den Wiederholungen, um eine leichte Progression zu erreichen. Aber macht nicht den Fehler, dass ihr jedes Mal ins Training geht und sagt, ich muss hier jetzt alles geben, ich muss mich komplett zerstören, damit ihr Muskulatur aufbaut. Das müsst ihr nicht. Ihr werdet anfangs Erfolge damit haben, aber ihr werdet sehr schnell vor eine Wand fahren und werdet dann merken, scheiße, hätte ich damals mal ein bisschen langsamer gemacht. So, und dann müsst ihr euch wieder ein bisschen resetten, müsst schauen, okay, wo ist mein Level? Und dann habt ihr es um einiges schwerer, als hättet ihr von Anfang an smart trainiert. Das war mein Tipp für dieses Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Und ich habe jetzt quasi ein bisschen mehr gelabert. Ich hoffe, das ist alles super so für euch. Ansonsten schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr sonst noch von mir so wissen möchtet bezüglich Training, Ernährung, Aufbau, was auch immer. Und da würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst die Glocke an, damit ihr auch die Videos nicht verpasst. Denn ich habe schon gemerkt, okay, viele Videos erreichen euch gar nicht und tauchen auch nicht bei euch in der Infobox auf, was ziemlich kacke ist. Aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Bis denn, haut rein, ciao!